Mein Bauch tut weh, Alter. Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Es freut mich, dass ihr am Start seid. Ich habe gerade ein bisschen irgendwie Filme geschoben. Warum? Es freut mich auf jeden Fall, euch mal wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Insta News. Insta News. Für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Sedo, ich bin 22 und ich bin YouTuber aus Köln. Ich wohne in Köln, ich bin glücklich in Köln. Wer weiß wie lange, aber vielleicht für immer. Aber wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall, falls ihr mich noch nicht kennt und falls ihr mich kennenlernen wollt, dann dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ist kostenlos und ihr könnt die Glocke aktivieren, denn hier kommt jeden Tag für euch ein neues Video. Ich lade jeden Tag eins hoch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil des Ganzen werdet. Die, die neu abonnieren, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, hey, ich bin neu hier und so weiter. Die anderen werden euch herzlich empfangen. Wir sind eine sehr geile Community und ich freue mich, liebe Freunde. Wie schon erwähnt, haben wir uns heute hier versammelt für eine neue Folge Insta News. In den Insta News berede ich mit euch immer die News, die so die letzte Woche, die letzten zwei Wochen passiert sind, die interessantesten Dinge, die mir so in die Arme gefallen sind. Und da sind einige interessante auf jeden Fall heute dabei, Leute. Also schneidet euch auf jeden Fall einmal an, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch Snacks. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Ihr wisst's. Brauchst doch gar nicht weiter hier ausführen gerade. Es bringt doch gar nichts. Ihr wisst es ganz genau. Insta News. Fangen wir an mit Younes und Mariam, unsere islamisch verheirateten Süßen. Keine Ahnung, wie ich die beiden nennen soll. Cuties, Alter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die im Urlaub und haben dort eine Bewertung für ein Hotel abgegeben. Das ist einer Zuschauerin dann aufgefallen und sie haben das Hotel folgendermaßen bewertet. Katastrophal, unfreundliches Personal. Die letzten zwei Tage wurde in unserer Wohnung randaliert, Zettel an die Tür geklebt, dass wir verschwinden sollen. Einfach unterste Schublade. Zimmer 1, Lage 1, Service 1. Also die schlechteste Bewertung, die man geben kann. Da sieht man aber unten eine Antwort vom Eigentümer auf Französisch. Klein Cedric ist nicht dumm. Klein Cedric benutzt Google Übersetzer. Hallo, Sie haben vergessen, die Gründe anzugeben, die uns veranlasst haben, Sie zum Verlassen der Domäne einzuladen. Also euch einzuladen, euch zu verpissen. Was Sie ansonsten nicht getan haben. Diebstahl und schwere Beschädigung eines unserer Golfwagen. Unterstützendes Videobild, Einreichung einer Beschwerde unsererseits bei der Gendarmerie. Das ist wahrscheinlich Polizei. Die sie interviewt hat. Warum ist Ihr Kommentar anonym? Wir begrüßen das ganze Jahr über Kunden, denen wir sehr verbunden sind. Wir lassen Google-Rezensenten die Relevanz ihrer Aussagen beurteilen, nachdem die Fakten feststehen. Freundliche Grüße. Also mäßig, die Beschädigungen und was weiß ich, was da passiert ist, wurde anscheinend durch Videomaterial unterstützt, also wahrscheinlich durch eine Kamera gefilmt, ne, durch so eine Security-Kamera. Und sie wurden anscheinend danach noch von der Polizei interviewt oder halt befragt. Und dann hat er gefragt, warum der Kommentar anonym gepostet wird und dass die Kunden selber vorbeikommen sollen und sich selber davon überzeugen sollen, dass das nicht der Fall ist. Also, dass es kein schlechter Ort ist, um Urlaub zu machen. Also, long story short, liebe Freunde, es gibt Seite A, Younes und Mariam, und es gibt Seite B, das Hotel. Und ich sag euch ehrlich, ich tendiere ein bisschen zu dem Hotel. Ich glaube wirklich, dass es gut sein kann, dass Younes und Mariam mit ihren TikTok-Spielchen, Mielchen, vielleicht nicht gerade die angenehmsten Kunden für ein Hotel sind. Und vielleicht irgendwie versucht haben, so ein Golfcar zu benutzen für irgendein witziges TikTok, was weiß ich. Wir wissen es nicht. Aber witzig. Insta News. Kommen wir zur nächsten News. Diese News hat mich komplett aus den Socken gehauen, liebe Freunde, denn, also ich fand das übertrieben witzig, als ich das gelesen habe. Leon Content und Mitch Apfelmus haben sich ein Partner-Tattoo stechen lassen. Ihr seht das hier. Wenn ihr jetzt nur hinguckt, erkennt man nicht genau, was es sein soll, aber in der Beschreibung steht, der Lolli steht für ausgelutscht. So, und ich war so, hä? Drück so auf mehr Anzeigen. Im Großen und Ganzen hat es viel mehr Bedeutung für uns. Viele hassen uns, aber trotzdem sind wir Lutscher, die zusammenhalten. Weiß ich nicht. Muss man verstehen? Also sie haben sich selber mit diesem Lutscher den Stempel gegeben, dass sie Lutscher sind, die niemand mag anscheinend oder die viele Leute nicht mögen. Ich dachte mir, okay, ey, wenn du dir schon Lolli tätowierst und du weißt keine Bedeutung dafür, überleg dir doch irgendwas Schlaueres als... Ich bin ein Lutscher, was ist das denn? Insta News. Es wurde eingebrochen und zwar nicht bei irgendwem, sondern bei Loredana itself. Loredana ist Rapperin, für alle, die sie nicht kennen. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Du bist Bonnie, ich bin Clyde.
Okay, jetzt wisst ihr hoffentlich, wer sie ist. Und sie hat folgendes Statement dazu gepostet. Denn bei ihr wurde eingebrochen, als sie im Urlaub war. Mit Familie und mit ihrem Team. Also in ihre Urlaubsvilla mäßig. 10 Männer sind bewaffnet in unser Haus eingebrochen. Konnten es selber nicht glauben. Ich war am Schlafen. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, bitte meldet euch. Es geht nicht um das Geld, sondern um einen sehr persönlichen Gegenstand, der mir geklaut wurde. Danke Gott, meiner Familie und meinem Team, dass uns nichts passiert ist. Leider haben die Einbrecher euch auch alle Festplatten von unserem Kameramann, dieser Bobby, geklaut. Gestern wurde mir wieder klar, sei jeden Tag dankbar für das, was du hast. Ja, für so einen Kameramann kann das richtig belastend sein, weil ein Kameramann hat seine ganzen Schätze auf diesen Festplatten. Die ganzen Arbeiten von den letzten 3 Jahren. Also das ist wirklich krank. Natürlich, ich gehe mal davon aus, es wurden bestimmt auch rumliegende Uhren, Rolex oder irgendwas geklaut. Irgendwas in die Richtung, mit denen die da Geld machen konnten. Das Krasseste ist aber an dem Ganzen, dass es tatsächlich sogar Videomaterial dazu gibt. Auf dem Videomaterial sieht man die Überwachungskamera und tatsächlich wirklich 8, 9, 10 Männer, die einfach ganz normal aufs Grundstück spazieren, als wäre es das besonders, also es wäre es das Normalste auf diesem Planeten. Als ich die Videos gesehen habe, war ich wirklich so ein bisschen geschockt, Leute. Und da seht ihr sie wegrennen. Einfach nur krass. Also wirklich, das ist wirklich krass. Naja, hoffen wir einfach mal, dass die Leute gefunden werden, beziehungsweise gefangen, geschnappt, wie auch immer. Die nächste News sind sehr erfreuliche Nachrichten, denn es gibt 2 Mädels, die neulich erst geheiratet haben. Wir haben uns tatsächlich dazu auch ein Video angeguckt. Couple on Tour hat geheiratet und sie haben jetzt eine dicke Ankündigung zu machen, wie ihr hier auf diesem Bild seht. Vielleicht könnt ihr es schon euch schon grob denken. Ja? Nein? Vielleicht? Wir lesen uns den Text einfach mal durch. Wir sind Vanessa und Ina und wir wollen ein Baby und haben einen Samenspender. Es ist der 10.06.2021 und wir bekommen die freudige Nachricht, es gibt einen Spender, der uns beiden zusagt und zu 100% passt. Dieser Tag war so emotional und wir mussten das erstmal alles verarbeiten. Und einen Monat später wollen wir es mit euch teilen. Auf jeden Fall haben wir eine tolle Klinik und sind froh, wenn wir bald den ersten Versuch starten können. Wir haben zunächst 3 Versuche gekauft und hoffen, dass es klappt. Bitte drückt uns die Daumen. Wir wollen uns ja auch keinen Stress machen, aber man ist automatisch so doll aufgeregt. Was wir aber sagen können, dass wir uns sehr auf die Reise freuen. Wir schreiben unsere Gedanken täglich auf, weil es einfach so viele sind. Für viele von euch ist es nur ein kleiner Schritt, für uns ein riesengroßer. Wir konnten theoretisch seit diesem Tag starten, das ist unfassbar gutes Gefühl. Und wir hoffen, dass wenn wir starten, wir so schnell wie möglich einen positiven Test in der Hand halten können. Und es nicht so lange dauern wird. Hier an dieser Stelle nochmal eine ganz große Umarmung an alle, die es momentan probieren und wo es vielleicht nicht klappt. Wir können es nur erahnen, wie emotional das sein muss. Dann würden wir mal sagen, wir sind ready für den nächsten Step. Hoffentlich lässt Klein Bubu nicht so lange auf sich warten, denn wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du schon bald in Nessies Bauch dein vorübergehendes Zuhause findest. Krass! Also richtig, richtig krass. Feiere ich aber auch. Ich finde es wirklich besonders und ich wünsche den beiden das Beste. Ich hoffe, das klappt gut. Die 2 haben mir auch super, super lieb nach dem letzten Video noch geschrieben. Hat mich richtig gefreut. Wenn man Videos dreht, seine Meinung zu etwas abgibt und dann die Leute sich dann auch privat bei einem dazu melden, finde ich immer sehr lieb. Insta-News. Kommen wir zum nun letzten Thema der Insta-News. Aber mit Abstand wahrscheinlich auch eins der schönsten, mit dem gerade eben. Und zwar hat sich ein GNTM-Star verlobt. Sie hat das Ganze bekannt gegeben auf Instagram, einfach nur Yes unter das Bild geschrieben und ein Bild gepostet, wie sie die Hand ihres Boys hält und man einen Ring sieht am Ringfinger. Und am Ringfinger, ein Ring ist ja bekanntlicherweise ein Zeichen für eine Verlobung, liebe Freunde. Und es handelt sich tatsächlich um niemanden anderes als Romina von Germany's Next Topmodel 2021. Genau, die ist ja bekanntlicherweise mit Stefano Zarella zusammen und die beiden haben sich jetzt verlobt in Rom. Die sind gerade in Rom im Urlaub und ja, man sieht auch im Hintergrund, glaube ich, so ein bisschen diese Party, dieses Feiern, weil Italien ja EM-Meister geworden ist und an dem Abend waren sie draußen unterwegs und haben auch dieses Bild geschossen. Richtig, richtig schön, freut mich richtig. Eine Verlobung ist was richtig Schönes und da kann man einfach nur seine Glückwünsche aussprechen, liebe Freunde. Long story short, das waren alle News für dieses Mal. War ein verhältnismäßig kürzeres Video für die Videos, die eigentlich auf meinem Kanal online kommen. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Dafür kommt morgen doch schon wieder das nächste Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns morgen. Schaut auch auf Instagram vorbei, wenn ihr Bock habt, meinen Riesengött zu sehen. Hallo, ja, guck, ich tanze tropisch.